Falls du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, musst du einfach mal in die Videobeschreibung schauen, denn da habe ich dir den verlinkt. Und jetzt geht's einfach nahtlos weiter. Ich habe gerade schon eine Nut gefräst und das passt relativ gut, nur nicht gut genug. Deswegen mache ich jetzt meinen Falzhobel nochmal scharf, dass ich die Nut, nicht die Nut, sondern den Falz, dass ich dir nochmal nachgehen kann, beziehungsweise die Feder. Normalerweise würde ich das jetzt auf einem Wasserstein bis zur Körnung 8000 machen, aber weil es jetzt ein bisschen schneller gehen soll, mache ich sie auf meinem Wasserstein. Und der braucht natürlich erst ein bisschen Wasser. Ich mache das Ganze jetzt auch. Ich mache das Ganze jetzt auch direkt Freihand, weil es halt ein bisschen schneller gehen soll. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Ohrwurm habt und ihr den ganzen Tag habt? Ich hab das gerade von irgendeinem Lied aus den 80ern. Ashley Whitfield oder wie heißt sie? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ist das hier so ein Werkzeug, was ich so selten wirklich nur benutze. Das letzte Mal habe ich das Teil hier, glaube ich, bei meiner Oma bei der Badtüre verwendet. Da musste ich nämlich auch den Falz ein bisschen nachhobeln, weil die nicht mehr richtig zuging. Dafür werden die hier auch sehr oft benutzt. Es ist ein Werkzeug, was man nicht oft benutzt, aber wie ihr seht, braucht man es hin und wieder. Denn ich werde bei den anderen wahrscheinlich auch mal so ein Stückchen nachhobeln müssen, damit diese Nut auch in die Feder passt. Und da geht es halt einfach schneller, das ganze Ding einfach von Hand nachzugehen, als das immer wieder einzuspannen und dann zu fräsen. Keine Panik, ich werde es euch auch gleich noch zeigen, wie ich so ein Ding fräse. Ah, das sieht doch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und ihr habt gesehen, das war jetzt relativ viel Nacharbeit. Aber es war auch erst das erste Brett. Ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich ein gutes Stückchen mehr an der Feder wegfräsen muss, damit sie jetzt auch gut reingeht. Ihr habt ja gesehen, dass ich hier diesen Handhobel kurz benutzt habe, um an der Nut übers Material zu gehen. Das habe ich nur getan, um mal schnell eine leichte Faser ranzubringen und hier diese Seite ein bisschen platt zu hobeln, denn die ist halt durch die Tischkreissäge noch sehr rau und da stehen noch sehr viele Holzfasern ab. Aber das sieht doch sehr gut aus. Wisst ihr was? Ich bin mal gerade auf eine ganz krasse Idee gekommen, denn das hat gerade mit dem Falzhobel so gut funktioniert, dass ich hier den Hobel mal jetzt doch probieren werde zu benutzen. Ich weiß nicht genau, wie er heißt, weil ich habe ihn auch noch nie benutzt, aber auf jeden Fall ist er extra dafür da, um er ist extra dafür gemacht, um Falze zu hobeln. Und den werde ich erstmal ausprobieren. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich glaube, der Hobel, ich schätze mal, wie alt der ist. Keine Ahnung. Er ist doch schon komplett von Holzwürmern zerfressen, aber das wird mich jetzt nicht daran hindern, das Teil zu benutzen. Das hat erstaunlicherweise sehr gut funktioniert. Schaut euch die Späne an. Ich weiß, die sind nicht super dünn, aber das brauchen sie auch nicht zu sein. Es hat sehr gut funktioniert und ja, war für mich jetzt auch das erste Mal, dass ich so einen alten Hobel benutzt habe. Und das bedeutet für mich jetzt, dass ich definitiv irgendwann mir mal einen besseren kaufen werde, denn ihr seht, der hier, der ist nicht mehr viel.
Da ist oben der Keil, der ist auch schon kaputt und ich will den jetzt nicht unnötig kleinschlagen, wenn ich da die Klinge wieder lösen will. Das wäre ein bisschen schade. Und ihr seht, ich habe hier unten schon provisorisch zwei Schrauben reinmachen müssen, denn ich hätte den Falz sonst nicht klein genug bekommen mit den Stellschrauben. Wie gesagt, ist mal nett zu machen und ich nehme euch mal in die andere Hand. Ich werde es jetzt so aber nicht weitermachen, das war für mich nur mal ein Test. Ich wollte es mal auf die traditionelle Art und Weise machen. Jetzt werde ich es aber mit der Oberfräse fertig machen. Mir ist aber aufgefallen, wie wenig Staub sowas macht. Ist logisch, man macht ja man hobelt ja. Und das ist definitiv gesünder, wenn man was mit der Oberfräse fräst. Klar, wenn da eine Absaugung dran ist, ist es beides legitim, aber ich habe halt keine Absaugung an meiner Oberfräse. Naja, wir machen jetzt auf jeden Fall mal weiter. Jetzt nehme ich mir auch hier direkt wieder meinen kleinen Blockhobel und gehe einfach eben einmal über die Feder, damit die schön glatt und auch ein bisschen ansehnlich ist. Ich habe jetzt mal diese ganzen Bretter zusammengelegt und zusammengespannt und das passt relativ gut. Da seht ihr die schöne Türe. Und jetzt werden wir als erstes mal die ganzen Bretter mit der Sichtseite durch den Trommelschleifer schmeißen, damit die Seite ein bisschen schöner wird, denn da gab es ein paar Ausrisse vom Hobeln. Ich habe jetzt alles fertig geschliffen und die fertigen Bretter liegen auch hier direkt neben mir in der richtigen Reihenfolge. Da sind noch ein paar Stellen, wo ein bisschen die Bleistriche durchkommen. Die werde ich aber später nachschleifen und Bandschleifer, wenn die Türe zusammengeleimt ist. Und das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt diese Türe zusammenleimen und dafür werde ich auch erstmal Tight Bond Free oder was das für ein Zeuges holen. Der ist nämlich, glaube ich, elastisch, beziehungsweise er ist elastisch, wenn sich das Ganze bewegt. Deswegen nutze ich jetzt für diese Arbeit diesen Spezialleim, so nenne ich ihn jetzt mal. Also dieses ganze Projekt passt wirklich gerade so in meine Werkstatt. Ich musste sogar unter den Schraubzwingen durchklettern, damit ich hier auf diese Seite komme. Wie findet ihr diese Oberfläche? Sieht eigentlich ganz schön aus hier, natürlich. Das ist aber echt ein Riesenbrett. Für all die Leute, die jetzt sagen, das ist echt sau doof, wenn man das verleimt, weil ich halt jetzt echt nicht genau weiß, ob das schlecht ist, wenn man es verleimt. Ein Grund, warum ich es verleime, ist einfach, weil ich hier drin ein bisschen wenig Platz habe. Und das Ding auch mit Schraubzwingen fast gar nicht gewendet bekomme. Draußen kann ich es auch nicht weiter bearbeiten. Akku ist noch voll, weil es zu dunkel ist und es ist zu kalt. Und deswegen verleime ich das Ganze jetzt, weil dann kann ich auch rein theoretisch das Ding als mal am Schuppen anpassen. Wenn die Bretter nicht verleimt sind, ist das nur schwierig. Und ich will jetzt ungern ein paar Bretter zuschneiden, die vorne reinschrauben, damit ich es dann ausprobieren kann. Und nochmal ein Grund. Ich kann jetzt halt auch eben fast gar nicht mehr so richtig hinten meine Tischkreissäge und meine Hobelmaschine benutzen, weil hier halt im Prinzip der ganze Bereich gesperrt ist. Das sind so die Gründe, warum ich das jetzt verleimt habe. Für alle Leute, die sagen, dass das nicht richtig ist, wenn man es verleimt. Leute, das sind genau die Arbeiten, bei denen ich super, super gerne eine Formatkreissäge hätte. Da müsste man das Ding nicht einmal nur drauflegen und könnte es runterschneiden. So, da war es irgendwie immer so super lang. Das ist echt schade, aber irgendwann habe ich auf jeden Fall eine Formatkreissäge. So viel steht fest.
Ich habe sogar relativ viel Glück gehabt mit diesen Brettern, als ich sie ausgewählt habe. Denn wir haben jetzt einen genauen halben Zentimeter Übermaß, was wir jetzt wegschneiden werden. Ich werde auch jetzt mal wieder seit langem meine alte Bosch-Handkreissäge benutzen. Die habe ich wirklich schon lange nicht mehr benutzt. Also diese Handkreissäge, boah, die hat förmlich auf dem Holz geklebt. Extrem nervig. Ich glaube, ich brauche einfach mal ein neues Kreissägenblatt. Ach, man sollte natürlich auch nicht in die Metallböcke schneiden. Weil jetzt hat das Blatt auch wirklich ein Kunststück zu sein. Ich habe jetzt einfach mal eine Dachlatte in zwei geschnitten. Denn ich werde die jetzt einfach mal hinten auf die Rückseite der Türe schrauben, damit die jetzt gleich nicht durchbricht, wenn wir mit ihr weiterarbeiten, denn das wäre sehr ärgerlich. Ich glaube, das ist jetzt ein kleines Stückchen besser. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal oben noch ein Stückchen rüberschneiden, denn die Türe muss oben ein bisschen angepasst werden. Da ist oben die eine Seite ein Stückchen schief. Und deswegen markiere ich mir das jetzt mal hier auf dem Holz. Das können wir jetzt mit der Handkreissäge wegschneiden. Ich muss da oben an dieser Stelle nur ein bisschen mit dem Handhobel rüber und dann passt das auch schon. Ich schätze mal, dass das vielleicht 2 mm sind, die da nicht stimmen. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen mehr Licht gemacht, damit ihr auch mehr seht. Wie gesagt, da oben die Ecke muss noch weg. Und jetzt muss ich die Tür auch erstmal wieder machen. Das ist so eine klassische Arbeit, wo ihr euch mindestens einmal den Daumen oder irgendeinen anderen Finger quetscht. Übrigens, ich habe mich schon den Finger gequetscht, also das habe ich schon hinter mir. Ich habe oben auch schön gleichmäßig 5 mm Platz. Das bedeutet, dass ich das Ganze später ein bisschen vom Boden hochbringen kann, damit es auch nicht auf dem Boden schleift. Sehr, sehr schön. Ich finde meine neue Wasserwaage nicht, also unsere neuere Wasserwaage. Deswegen muss ich hier die alte aus Holz holen. Ist aber auch noch genau. Wir werden nämlich jetzt hier diese Langbänder waagerecht mit der Wasserwaage ausrichten, damit wir die hier nicht 90 Grad auf die Türe ausrichten. Selbst wenn die 90 Grad, also selbst wenn die senkrecht wäre, was sie auch eigentlich sein müsste, weil wir sie so verbaut haben, ja, das ist ziemlich genau, möchte ich sie lieber komplett mit der Wasserwaage ausrichten, damit es auch schön waagerecht ist, horizontal. Denn es gibt nichts Blöderes, außer ein Scharnier, das so an der Türe hängt. Das sieht halt echt schrottig aus. Wir haben jetzt einfach mal die letzten Bretter, die wir heute noch brauchen, zugeschnitten und die werden wir jetzt auch gleich hobeln. Hier werden wir dann auch anschließend noch auf Breite schneiden, damit wir da auch eine schöne Schnittoberfläche haben. Dort hinten, das sind die Kanthölzer bzw. die Bohlenabschnitte für die Versteifung hinten. Das wird in die Tür, also in den Raum kommen. Das hier wird vorne auf die Sichtseite kommen. Wir werden jetzt anfangen, das Ganze hier zu hobeln. Wie gesagt, das hier wird die Diagonale. Die habe ich jetzt ein gutes Stück länger geschnitten, weil die werde ich später auf die oberen und unteren Stücke anpassen.